Und damit mal wieder herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider 2. So, jetzt hab ich's. Ja, das letzte Mal haben wir hier unten aufgehört. Bei diesem Lavasee. Ja, da würde ich mal sagen, gehen wir mal weiter. Ich bin mal gespannt, wie weit ich denn heute noch kommen werde, weil ich habe eigentlich ultra Lust aufs nächste Level. Das Level, was ich... ich weiß nicht, das habe ich aber das Gefühl, dass ich das bei jedem Level sage. Und zwar, ich wollte jetzt gerade wieder meinen Satz anfangen mit... Das Level, das ich damals nicht spielen wollte, aber das habe ich jetzt beim letzten Level und beim vorletzten auch schon gesagt. Das Kloster war so ziemlich das Einzige, was ich toll fand. Ja, und irgendwie so, das nächste Level. What? Oh, von hinten. Woher kommt das Ding jetzt her? Naja. Ja, war halt so bei Tomb Raider 2, da war ich irgendwie damals als Kind, war ich da... Irgendwie hat mich das Spiel am meisten verängstigt, würde ich jetzt nicht sagen, aber ich fand halt manchmal die Stellen unheimlich. Und ich wollte sie immer vermeiden. Ja, aber jetzt freue ich mich umso mehr drauf, dass ich die Gelegenheit habe, das tolle Spiel nochmal zu spielen und praktisch nochmal alles neu zu erleben. So gut es geht. Deswegen freue ich mich eigentlich schon drauf. Im Endeffekt, was ich noch sagen wollte, ist, dass... Ich habe ja gesagt, es kommen noch zwei Abschnitte, aber das stimmt gar nicht, weil dieser Abschnitt gehört bereits zum nächsten Abschnitt. Also sprich, ist es eigentlich de facto nur noch ein Abschnitt, den wir hier zusammen spielen. Oh, mit Tomb Raider 2, in Tomb Raider 2. Ich glaube, das sind jetzt noch drei Level vielleicht, ungefähr, so. Ich weiß auch gerade gar nicht, ob das, was ich jetzt mache, überhaupt so gewollt ist, oder ob ich das überhaupt machen soll. Moment. Aber ich werde, denke ich, heute eine ziemlich lange Aufnahmesession machen, weil ich ultrast Bock habe, in das nächste Level zu kommen. Also richtig Lust. Ja gut, ich weiß jetzt nicht, wie ich jetzt hier noch weiterkomme oder ob ich da überhaupt eine Möglichkeit habe. Und was es mir vor allem bringt, weil ich sehe jetzt hier gerade, eigentlich bringt es mir gar nichts, ne? Na, gehen wir einfach hier weiter. Und dabei mache ich mal wieder mein tolles Lichtlein aus, denn... Ja, sonst ist das Ganze nämlich ein bisschen blöd. So, wo bin ich jetzt? Ich bin jetzt hier auf über Wasser. Warum habe ich eigentlich die Uzi draußen? Ich glaube, wegen den Spinnen gerade eben. Ich meine Uzi. Die Dingens hier. Die Pistolen, die normalen. Oh. Das ist schön, wie ich einfach an dieses Level wirklich, bis auf dass ich weiß, dass es existiert, halt wirklich gar keine Erinnerung mehr habe. Das ist echt interessant. Das zeigt mal wirklich, wie selten ich das damals gespielt habe, weil auch damals, als ich mit meinem Vater halt zusammen die Tomb Raider-Teile gespielt habe, als ich noch etwas kleiner war, da... Naja, ich meine... Ich würde schon sagen, dass wir das paar Mal durchgespielt haben, aber ich kann mich an das jetzt hier... Oh, das war nicht so gut. An das hier kann ich mich eigentlich gar nicht mehr erinnern. Seltsam. Aber naja, so ist das halt eben. Aber schön eigentlich, also was heißt schön? Ich finde es erstaunlich, wie schnell... Ich meine, Tomb Raider 3 hat sich ja wirklich gezogen wie so ein Faden. Ja, wie so ein Faden. Quatsch, wie so ein Kaugummi, würde ich mal behaupten. Oh, da speichern wir mal lieber ab bei dieser Melodie. Während Tomb Raider 2 hier eigentlich durchgeht wie... Keine Ahnung. Das ist einfach... Oh. Wo muss ich hin? Dahin? Oh ja. Oh ja. Oh, nee. Oh. Oh. Okay, das war... Oh, ich dachte schon, jetzt fahre ich runter. Wie oft habe ich jetzt O gesagt? Und da ist nochmal Granatenmunition. Gut. Sehr oft gehe ich mal von aus. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen Secret übersehen, wo ich da irgendwie hätte hinspringen können. Naja. Ist ja, denke ich, nicht allzu schlimm. Aha. Auch wenn es schade wäre, aber ich glaube nicht. Ich denke, wir haben alles richtig gemacht. Also atmosphärisch ist das Spiel wirklich toll. Ich habe es ja schon mal gesagt. Das Spiel ist vor allem auch von meinem Vater eigentlich der Lieblingsteil. Also, wenn der einen Tomb Raider-Teil spielt, dann spielt er meistens den Zweier durch. Da, ja, also mein Vater ist jetzt nicht wirklich ein Zocker, aber... Der hat halt... Oh ja, okay.
der hat halt damals die Tomb Raider-Teile geschenkt bekommen. Und dann hat er halt die damals gespielt und das ist ziemlich das einzige Spiel, was er spielt. Deswegen. Aber wir sind jetzt wieder zurück. Also ja, wie gesagt, mein Vater ist eigentlich wirklich der Zocker. Insofern, wenn er was spielt, dann ist es mal Tomb Raider. Und wenn, dann Tomb Raider 2, weil das ein absoluter Favoritenteil war. Ja, damals war das halt noch so, da hat man sich praktisch noch damit gebrüstet, wie weit man gekommen ist, also der Fortschritt. Das war halt damals so in. Und das waren ja so ziemlich die ersten, nein, nicht die ersten Spiele, aber naja, eine der ersten Spiele, nee, Quatsch, die, nee, hä, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt ausdrücken wollte, so, also, es waren schon irgendwie so die ersten Spiele, das wollte ich damit sagen, nicht unbedingt das erste Spiel, aber halt, eines der ersten. Genau, eines der ersten. Jetzt hab ich das richtige Wort gefunden. Wo sind wir denn hier? Ah ja, den eigentlich bloß aufgemalt. Schön. Können diese Dinge hier runtergehen? Oh. Habe ich jetzt Leben verloren? Naja. Ach so, und da muss ich jetzt praktisch an die Seite hin. Ha. Okay, das war irgendwie klar. Aha. Weil das soll praktisch locken, dass man da erstmal direkt hinrennt. Nun gut. Habe ich denn jetzt irgendwas noch übersehen? Nee, ne? Vielleicht gehe ich mal noch in die andere Richtung. Lang? Oder bin ich das schon? Habe ich das schon gemacht? Nee, habe ich nicht. Glaube ich. Weiß ich nicht. So, egal. Wir können da vorne irgendetwas einsetzen. Da rechts leuchtet es. Nein. Nein? Okay. Da braucht sie wohl irgendetwas. Naja. Ob es noch 60 Parts werden, das ist tatsächlich eine Frage, die ich noch nicht mal so beantworten kann. Ich glaube, wir sind jetzt bei Teil 6, Part 46. Ich denke, es werden knapp 60 oder 60. Ungefähr so. Also ich glaube nicht, dass wir noch so lange spielen werden. Wobei, ich denke knapp 60. Also 60 direkt glaube ich nicht. Was haben wir denn eigentlich schon? Ich glaube, nur noch der Grüne fehlt, ne? Oh, cool. Fehlt echt nur noch der Grüne. Wo auch immer der sein mag. Wir müssen da hoch. Und da geht's... geht's überhaupt hoch? Wir können auch einfach darunter gehen. So, Anlauf. Oder? Nee. Ah, ich wollte mich jetzt gerade einfach weiterspringen, aber sie dreht sich da schon direkt, deswegen. Oh, ach, wir sind erst hier. So. Also wer Tomb Raider 2 kennt, ich denke, da, wenn ihr das Spiel kennt, dann werdet ihr euch auch aufs nächste Level freuen. Weil ich glaube, ja, wenn ihr das Spiel kennt, ich meine, dann wisst ihr eh, was ich meine. Ich fand das nächste Level, fand ich irgendwie so, hat so einen unheimlichen Charme gehabt. Das ist eigentlich ziemlich cool gemacht alles gewesen, wenn man jetzt mal so drüber nachdenkt. Ich bin mal gespannt, wie ich mich da schlag. Oh. Wieder mal Glück gehabt. Eigentlich war das, ich dachte eigentlich, ich muss mich umdrehen. Das habe ich beim letzten Mal auch schon gedacht, aber irgendwie habe ich es dann doch einfach so geschafft. So. Und dann geht es da hinten weiter. Ich will bloß gucken, dass nicht, dass ich den Grünen hier jetzt übersehe, aber kann auch sein, dass der irgendwo anders ist. Naja, ich denke mal, wir machen eigentlich einen relativ guten Fortschritt. Oh! Oh je. Ich könnte jetzt aufs Mimipack scheißen. Oder auch nicht. Oh je. Oh! Ja, okay. Die Frage stellt sich mir, ob das überhaupt so viel Sinn macht, das Mimipack. Weil... Ja, 24. Nee, komm. Das wäre.
Eigentlich bin ich schon so ein Mensch, der sagt, ja, okay, ich will eigentlich wirklich alles haben, aber wisst ihr was? Oder machen wir es mal so. Wir speichern mal kurz. Und dann gucken wir mal, ob es sich überhaupt lohnt. Ja, nee, ich glaube, das schaffen wir nicht, oder? Oh, nee. Okay, das ist so knapp. Wisst ihr was, da müssen wir leider mal drauf verzichten. Weil eigentlich macht das absolut keinen Sinn. So, okay. Was bringt es mir, wenn ich das Medipack direkt wieder nehmen muss? Dann, ja, ich kann mich eigentlich direkt hochheilen, oder? So, dann speichern wir gleich nochmal, weil jetzt habe ich hochgeheilt. Möchte ich nicht jedes Mal nochmal machen. Ich nehme mal lieber die Pistolen raus. Da kommt doch... Ah ja. Senior Kugel. Dachte ich mir doch. Das sah nämlich wieder mal so verdächtig nach einer Kugelaktion aus. Nach einer... Oh. Ich glaube, da kommen ein bisschen mehr Kugeln auf uns zu. Zwei Kugeln. Wie bei Lara. Okay. Naja. Dann... Überlebe ich das? Oder kommt die andere jetzt? Die andere kommt nicht. Wann kommt die andere? Die kommt doch jetzt irgendwann gleich. Bin mir relativ sicher, bin ich mir da. Ah ja. Hä? Ich dachte, so kommt die Kugel jetzt nicht. Oh. Der kommt echt nicht? Okay, warum kommen die Kugeln nicht runter? Wenn ich jetzt runtergehe? Hm. Keine Ahnung, was mir die Kugel jetzt bringt. Oh ja, jetzt. Ah, okay. Sie kommt auch noch irgendwann runter. Genau, okay. Bedeutet jetzt im Endeffekt... Dann müssen wir uns da ein bisschen geschickter anstellen. Und zwar so vielleicht. Nee. Die kommt doch sicherlich gleich runter. Das gibt's ja nicht. Wann kommen die runter? Ah, jetzt. So. Okay. Naja, ging eigentlich. Ich dachte jetzt, das wird eine schwierigere Sprungeinlage hier. Ist da oben noch eine Kugel? Nee, ne? Nicht, dass sie jetzt gleich wieder überrollt wird. Nee. Gut. Ah, wir sind schon wieder ganz unten. 666. Die Zahl der Hölle, oder? Oder des Teufels? Irgendwie so. Ah, ich liebe diese Atmosphäre hier. Oh. Das hört sich schnipplig an. Apropos schnipplig, ich müsste mal wieder zum Friseur. Ich sag mal so, wenn man meine Haare sieht, dann würde man sagen, wieso musst du zum Friseur, aber... Ja, so ist es halt eben. Das ist mir ein Ticken zu dunkel, um ehrlich zu sein. Ich habe das Gefühl, ich werde gleich... Ach komm, jetzt brauche ich nicht wieder speichern. Was passiert hier? Warum ist das hier so dunkel? Das gehört mir nicht. Hä? Ah ja. Und jetzt? Was? Uah! Haben wir schon gedacht. Was ist denn jetzt los? Naja. War ein netter Tiger. Wo auch immer der jetzt herkam. Oh, warte mal. Davon ist ja so ein Schnippelding. Warum ist das da? Da kann man doch runter, oder? Da kann man doch runter. Oh. Ups. Okay, man muss sogar runter. Ach so, ich dachte, man muss jetzt nur hochgehen. Ja, das ist ja blöd. Oh, das geht sogar eigentlich relativ gut.
Okay, das haben wir eigentlich relativ gut gemacht, würde ich mal sagen. Es sind ganz schön viele Fallen hier. Zu viele für meinen Geschmack. Warte mal ganz kurz, ich wollte schnell was gucken. Ah ja, nee, ich habe mich bloß gewundert, warum diese Zahl hier so eingerückt war. Aber, nee. Ich dachte, der Levelname hat sich kurzzeitig geändert und deswegen ist die... jetzt mal so spaßeshalber. Ja, okay, hier kann man eigentlich nichts machen, oder? Also hier rechts. Ich wollte eigentlich bloß mal kurz gucken, dass ich jetzt sterbe, aber eigentlich... Moment, ich habe doch gerade gespeichert. Oder? 667? 669, jetzt. Das sieht schon besser aus. Okay. Oh! Was machen denn die Geier? Ah. Ist das hier ein Geier? Oder zwei Geier? Komm, flieg runter. So. Fall erledigt. Ah, hier ist ein Schalter. Und da ist eine Tür. Oder? Kann das sein, dass es auf Zeit aufgeht? Jetzt mal so gesehen. Man kombiniere. Wahrscheinlich liege ich da noch nicht mal so falsch mit. Aber mich würde auch mal interessieren, was da rechts drin war in diesem Gang. Natürlich. Ja gut, ob das jetzt auf Zeit zugeht, werden wir jetzt gleich sehen. Ich will eigentlich mal kurz hier noch schauen. Ach, hier kommt man irgendwann runter, oder wie? Aha. Ganz schön komplex, dieses Ding hier. Natürlich geht es auf Zeit aus. Auf, meine ich. Wir können jetzt eigentlich auch laden, aber in Anbetracht der Situation, dass wir jetzt eigentlich fast da sind. Hier, den hier umdrehen. Zack. Losrennen. Renn. Oh, das könnte ein bisschen knapp werden. Nein. Ah. Mist. Okay, da müssen wir ein bisschen flotter unterwegs sein. Vor allem geht die auch sauschnell wieder zu. Das ist nicht mal so trivial, würde ich mal behaupten. Da. Ja, gut. Das ging aber. Okay. Das hört sich mal wieder nach Falle an. Ist aber ein echt komischer Tempel. Ja gut, da könnte ich mich eigentlich auch einfach an der Seite entlanghangeln, oder? Oh. Ja, nee, das geht dann doch nicht. Das ist dann doch nicht so hoch, wie ich eigentlich ursprünglich dachte. Ach. Ah. Na gut. Das war jetzt gerade ein bisschen unvorsichtig. Zugegeben. Ach komm. Bin ich jetzt blöd? Nee, ich wollte doch gar nicht so weit vorhin. Oh Mann. Ah. So, nochmal auf ein neues. Sag mal. Das stelle ich mich schon wieder da rein. Heute klappt es aber irgendwie gar nicht. So. Ja. Ach, scheiß doch drauf, oder? Ganz ehrlich. Ja, jetzt fressen wir einfach mal hier nochmal so ein kleines. Wir haben 24 Stück. Da können wir uns jetzt eh zubomben, weil mal so gesehen, wir sind eh bald mit dem Spiel durch. Insofern werde ich da jetzt wohl kaum an Medipack-Mangel sterben. Das wäre jetzt ein bisschen seltsam. Was ist denn jetzt schon dazugegangen? Oh, das hört sich nach Zeit an. Oh. Was muss ich machen? Was? Moment. Kann das sein, dass diese... Die Tür geht aber nicht auf, wenn diese Dinger wieder runterfahren, oder? Nee. Ach, das sind zwei! Warte, dann macht's, glaube ich, mehr Sinn, wenn wir den rechten zuerst machen, oder? Weil... Dann hätte ich mehr Zeit zum Rüberlaufen. Quatsch, dann wäre nämlich länger die Tür offen. Ich denke, das macht mehr Sinn. Tatsächlich. Oh yes! Das war doch jetzt eigentlich...
Oh, speichern. Und ich sehe schon eine Kugel. die Sicherheitsspeicherung. Oh, da oben ist der. Da oben ist der Dingens hier. Der andere Kollege. Ups, das war ein bisschen blöd. Der andere Drache, sehe ich gerade. Oh. Oh! Nein! Sie springt zu früh los. So, jetzt muss ich mal die Sicht ändern. Das kann man machen, wenn man die Null-Taste drückt. Nein! Oder muss ich mich. Oder kann ich ja gar nicht. Nein, nach vorne schauen, Lara. Oh, jetzt. Das ging aber. Das war aber echt knapp. Nun gut. So, jetzt haben wir was auch immer gefunden. Irgendeine Maske. Die Maske Siegel des Drachen. So, und da oben war jetzt der Grüne, ne? Das heißt, es wäre jetzt der letzte. Der letzte Drache. So, jetzt. Tja, interessant wäre jetzt, wie ich mal zu dem Drachen hinkomme. Ich habe das Gefühl, also jetzt, der ist halt ziemlich auf dem Präsentierteller. Und ich habe so leicht das Gefühl, dass der aber nicht so einfach zu bekommen ist. Weil das wäre schon ein bisschen zu einfach, oder? So, wie komme ich jetzt da am besten dahin? Ich könnte natürlich, ich weiß gar nicht, kann ich auf den Drachen da drauf gehen? Das wäre, naja, nicht wirklich, ne? Ich kann mich jedenfalls nicht bewegen. Oh,